Nehmt aus den bluttriefenden Händen das Zepter der Macht. Große Worte. Bis zur freien Wahl einer Landesversammlung wird Bürger Brentano mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Ja. Ja. Die Offiziere verjagen. Platz machen! Attacke! Was da drüben im Rauch aufgeht, ist nicht nur die kleine Stadt Gernsbach, sondern eine große Illusion. Vorwärts, marsch! Burak, so ist es. Erschrocken? Woran arbeitest du denn? Schreiben. Na, sicher ist ja dein Beruf. Memoiren. Die DDR kann es sich nicht leisten, einen Colin zu verlieren. Ein Klassiker, meine Liebe. Verschwinde. Hat er dir irgendwas vorgelesen? Meistens fand ich die Blätter zerrissen in seinem Papierkorb. Es gab da einen Aberglauben bei den Indios. Ist mich vor dem Gefängnis bewahrt. Aber das war viel schlimmer, als wäre ich hineingekommen wie die anderen Kumpels. Ich habe ja nichts gegen Memoiren, wenn sie von den Richtigen geschrieben werden. Aber was weiß schon einer wie Colin? Eins schwöre ich dir. Nichts bereue ich so wenig wie unsere Scheidung. Das ist doch scheiße. Nun kriegen wir uns schon wegen einem Dichter in die Wolle. Frau Dr. Roth, sagen Sie doch meiner Frau, dass ich nur zu feige bin, um an meinen Schreibtisch zurückzukehren.